Ach so, der Scheiß war das, genau. Umweltverschmutzer, die ihren Müll ins Meer schmeißen, das kennen wir alle. Ich meine, ins Meer pinkeln ist ja okay, aber nicht seinen ganzen Müll reinschmeißen. Ich meine, ich möchte kein Iglo-Fischstäbchen essen, wo ich auf einmal Kronkorken drin schmecke. Wo ich mir denke, oh geil, das schmeckt nach Plastik. Was sie auch eigentlich tut, diese weißen Briketts, aber egal, es geht um die Panade. Das ist jetzt nicht gerade sehr aufregend, weil wir nur Bottle Cap fressen können. Aber sobald wir können, essen wir auch was anderes. Fest versprochen. Wir sind nämlich das Ordnungsamt des Meeres. Wir fressen einfach alles auf, was nicht hier reingehört. Also auch die heimischen Lebewesen. Und retten somit die Umwelt. Weil es nichts mehr geben wird, was die Umwelt belästigen kann. So. Ein bisschen um den Kronkorken tanzen. Tanzen, tanzen. Dancing Man. Dancing Shark. Vielleicht können wir ein Sharknado entfachen, wenn wir uns schnell genug im Kreis drehen. Yeah! Yeah! Klappt nicht. Kronkorken. Nein! Du behinderte Flasche. Ich werde dich gleich fressen, wenn ich groß genug bin. Alter. Immer ein Millimeter. Nur nicht mal. Wir brauchen zwei, um einen Millimeter zu wachsen. Man kann nicht Dosen essen. Hüpf. Ich krieg's nicht hin, dass sie oben schwimmen bleiben. Ich bin da ein bisschen zu schlecht für. Ich bin nicht so ein Mausakrobat. Siehst du, Alter, es wird immer weniger. Hilfe! Ich will endlich Dosen! Dosenfraß! Nach einem gesunden Maß. Hüpp. So, mal gucken, ob ich es ein bisschen hinkriege. Jawoll! Endlich können wir mal richtig den ganzen Müll hier wegfressen. Der Ozean wird gerettet und die Welt auch von Nano-Shark. Der Nano-Shark ist der wahre Superheld auf diesem Planeten. Wenn wir wissen, wie auf dem Meer einfach da ist, unbegreiflich. Egal, auf jeden Fall haben wir es geschafft und es geht weiter mit Polarpinguine. Auch sehr nahrhaft. Ich glaube, er denkt auch, dass wir in seine Nahrungskette gehören. Was überhaupt nicht stimmt, weil wir haben eine eigene Nahrungskette und das ist wir gegen alle. Die hören sich alle an wie Krähen. Das passt überhaupt nicht. Die müssten eigentlich süß abfiepsen. Ich lasse euch keine Fische da. Bis auf die paar, die ich euch gönne. Damit ihr schön fett und saftig werdet. Ah, ist das schön, wenn man so viel essen kann, ohne auf die Figur achten zu müssen. Und? Du hast es ja so gewollt. Mein kleiner Madagaskar-Freund. Und? Jetzt, Hilfe, ist unser Hauptnahrungsquelle wieder Pinguin. Wir lassen natürlich dem Coca-Cola-Eisbär keinen Pinguin über. Lieber lasse ich mich kurz anknabbern. Es gibt sowieso bald Blutrache. Ich muss mich an meiner rechten Führungshand für dieses Spiel kratzen, aber ich kann gerade nicht. Lass das. Oh. Jetzt muss ich mich mal kurz kratzen, es geht nicht anders. So, und weiter geht die wilde Fresserei. Das werde ich mir büßen. Angestupst. Wie auf Gesichtsbackenverzeichnis. Wir sind immer noch nicht groß genug. Mann, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe essen. Du blöder Coca-Cola-Bär. Oh ja. Und sogar neuer Rekord. Ich bin begeistert. Wow.
Ja, mal, wir nähern uns mit großen Flossenschlägen dem großen Finale der Story. Auch wenn man das jetzt... Jetzt kann ich mich noch kurz kratzen. Wenn man das jetzt nicht wirklich große Story nennen kann, aber hey. Das ist ein cooles Spiel. Rails! La, 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 la. Die Musik ist so toll. Tasty. Hast du gehört? Tasty. Das ist also tasty mehr. Das kommt, weil es alles noch schön blutig Medium ist. Und vielleicht auch, weil es noch lebt. Alter, jetzt frisst ihr noch. Abgeschossen, weil ihr dumm seid. Dumm wie ein Meter Feldweg. Und ich will mal behaupten, dass wir gleich... auf... Jetjagd gehen auf hier, Hydra-Jetjagd. Heil Hydra. Ich will mich gar nicht erst treffen, weil ich so unglaublich gut springen kann. Das Timing sitzt. Drei Wettertaft und die Schuppenflechte sitzt. Damit hat er nicht gerechnet. Wir kommen von unten wie Godzilla im Film. Könnt ihr es wagen, auf mich zu schießen? Wir sind nicht bei Call of Duty. Ja, noms, noms, noms. Und wieder nur zwei. Aber egal, wir haben nur einen Rekord. Das reicht mir schon dicke. Und da weiß ich auch sofort, wo ich bin. Nämlich jetzt hier. Bei Mission Accomplished. Lasst meine Bären und Robben in Ruhe. Ihr kleinen Wichser. Und auch meine Tintenfische. Meine Blooper, das sind meine Blooper. Alter, sind das viele Wale. Meine Blooper. Okay, jetzt kommen nur noch die hier. Nein! Und jetzt seid ihr dran. Tasty. Wir können auch gleich noch einen Nachtisch zu uns snacken. Nämlich erstmal hier rote fliegende Gummidrops und ein Spice-Eis. Nein! Ah, ich hasse es. Ah, so ein Scheißdreck. Huch, da sind sie ja wieder. Erstmal hier schön durch die Nahrungsquelle. Ist ja wie Fließbandessen hier. Rauschen. Das kann ich noch nicht essen. Den Flieger könnte ich essen, wenn ich ihn erwischen würde. Noch einmal hier durchhuschen. Noch mal ein paar Wale hinterher schmeißen, weil Walspeck ist sehr beliebt bei Haien. Muss man einfach mal sagen. Boah. Ah, guck mal, wer da ist. Unsere alten Freunde. Der Goldfisch und Delfin. Jetzt können wir endlich unserem Lebensdasein nachkommen und die gleich auffressen. Aber jetzt schon, die beiden? Das ist irgendwie früh, findest du nicht? Noms, noms, noms. Ich finde es irgendwie schade, dass es nicht mal blind für mich ist, weil ich schon weiß, was alles kommt. Aber so kann ich wenigstens in Ruhe erzählen und mich aufs Zocken, nicht mehr so aufs Zocken versteifen. Ich bin sowieso wie der letzte Hund, wie man sieht. Und... egal. Es macht einfach Spaß. Wusch, wusch. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Der kleine orangene Wichser. Wie einfach alles auffressen. Ihr seid meine großen Vorbilder. Wegen euch wurde ich geschaffen. Ich hab euch zum Fressen gern. Oh, guck mal, jetzt haben sie Angst vor mir. Zu Recht, denn ich habe sie gefressen. Fische wie euch fresse ich zum Frühstück. Und zum Abendessen. Und zum Mittagessen. Und zum Mitternachtssnack. Und aus Langeweile. Ja, Flugzeug. Noms, noms.
Oh ja. 3 Sterne. Ich freue mich. Jo. Ein Level Eisberg Containment. Wie auch immer man das ausspricht. Ich glaube, das habe ich hier so glorreich verschissen, weil ich die Dinger immer aus dem Bild gedrückt habe, weil ich immer so ungeduldig war. Und das war mein Fehler. Ja, auch ich mache Fehler. Kommt nur her, meine kleinen Freunde. Ich muss sie auch mal ein bisschen wieder aufs offene Meer, also aufs geschlossene offene Meer rausdrücken. Weil die treiben immer ab, ey. Die sind wie Embryonen und werden abgetrieben. Das ist ekelhaft. Was heißt ekelhaft? Das ist so unfair, weil ich will sie essen. So wie abgetriebene Embryone. Die geben dir Stammzellenkräfte vom Feind. Da fühlt sich wie Superman. So. Den ersten können wir essen. Du gehst wieder in deine Nahrungskette. So. Nicht mehr lange, dann können wir noch mehr essen. Und noch mehr essen. Und noch mehr essen. Zurück in, zurück in die Reihe. Na los. Wir sind hier beim Ozeankommando. Da müsst ihr alle auf den Nano-Shark hören, der eigentlich gar nicht mehr Nano ist, aber egal. Er wurde halt so benannt. Ah, lecker. Mmh, Eis am Stiel. Eis am, im Meer. Mmh, lecker. Leicht salzig im Abgang, aber es ist egal. Es muss ja auch gut gewürzt sein, das Eis. Der Nano-Shark ist sehr wählerisch mit seinem Essen und wir haben es geschafft auf 1 Stern. Ein Rekord, das reicht mir. Jetzt bin ich glücklich und hey, die letzten 4 Level vor dem großen Bonus. Hinein in Hoop Race. Jump, bla bla bla. Jetzt müssen wir nämlich hier einmal überall durchhüppeln. Jetzt werden wir mit Fischen überhäuft, weil die füttern uns jetzt extra, damit wir auf jeden Fall alles töten können, was hier existiert. Also, was das Töten fressen können. Ja, und 3 Sterne, neuer Rekord. Bescheuert. Drittletztes Level. Growing Shark. Hm, wir wachsen langsam heran. Was auch immer ich gerade gesagt habe, ich hab's nicht verstanden. Ich habe Blasphemie verstanden. Ah, kann ich noch nicht, okay. Komm her, meine kleinen Leckerlis. Wow! Blasphemie, hast du gehört? Blasphemie! Der Shark ist nicht gläubig, glaube ich. Haha, der Shark bin ich. Nums, nums. Fische! Fische, lass erstmal die Vögelchen wieder neu spawnen. Yay, yeah, 2 Vögel. Vögel. Die armen Krähen. Die armen Nordpolkrähen. Komm gerade ins runtergerutscht und landet in meinem Maul. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Es hat gewirkt. Walrus. Hallo, Walrus. Come on, Viking today. Hat Robert seinen Walrus verloren? Ich weiß es nicht. Ich muss ihn mal anschreiben. Yay! Lecker, lecker Pinguin. Kinderpinguin. Man kann ja nicht Walrus essen. Walrus am Stiel. Besser gesagt in seinen eigenen Reißzähnen aufgeknüppt. Bevor es mit einem Holzbrett, also einer allgemeinen Holzplatte, mit einem Nagel durch tot geknüppelt wurde. Ihr seid so lecker. Ich schmecke förmlich euer Leid, wenn ich euch runterschwinge. Und euch innerhalb von Bruchteilen eines Pixels in Fetzen reiße.
Ja, der Nano-Shark und nur 9,45 Meter groß. Im Verhältnis zu der restlichen Welt bin ich echt Nano, aber ich bin schon relativ groß geworden für mein Alter. Mal überlegen, weil ist der Nano-Shark jetzt? Wie lange spielen wir jetzt schon? Fast eine halbe, 20 Minuten? Nein, pfui. Geh weiter in die Mitte. Ah, ja, die Nahrungskette. Unser Freund und Lebensspender. Dass es sich im Ozean noch nicht rumgesprochen hat, dass man sich mit einem Nano-Shark nicht anlegen sollte. Wenn man an seinem fischiges Leben hängt. Und auch die Eisberge sollten es langsam mal kapiert haben. Nicht mit dem Nano-Shark messen. Habe das Gefühl, dass wir jetzt Schiffe essen können. Schiffe versenken! Und 3 Sterne, neuer Rekord. Ich freue mich in Ast. Boah, 3 Bohrinseln. Boah, ey, das geht runter wie Öl. Das war jetzt, Whale Mountain, das war hier, ne? Genau, jetzt müssen wir hier weitermachen. Das vorletzte Level, Whale Mountain. La 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 la. Finde ich auch sehr geil, das Level. Weil hier darf man nicht einfach nur so runterrutschen. Man muss auch aufpassen. So zum Beispiel. Dagegen lenken. Da kommt doch von hinten ins Maul gesprungen, ey. Was für ein Selbstmörder. Und kein neuer Rekord, aber trotzdem 3 Sterne, weil wir so verfressene Schweine sind. Und das große Finale, endlich! Darauf freue ich mich schon die ganzen 2 Stunden 10 Minuten rüber. Tale of a Shark Nado. Ne? 13 Minuten, weißt du Bescheid.